Ja, ich darf ganz herzlich willkommen heißen zu meiner lieben jungen Ehrenmann-Trainer der TSG 1899 Hoffenheim und natürlich unseren Trainer Matt Ross. Und das erste Statement, wie immer, gehört dem Gästetrainer. Bitte schön. Dankeschön. Jetzt. Also ich will es kurz machen, weil hier sind ja andere Feierlichkeiten heute vom Spiel her. Wir mussten bei so einer großen Anzahl an Verabschiedungen ist vielleicht die Konzentration in den ersten Minuten nicht so da. Das wollten wir ausnutzen, haben wir uns fokussiert, ist uns natürlich gelungen mit dem Tor. Dann haben wir, denke ich, das ganze Spiel gesehen, die von der Qualität her die besseren Torchancen und auch die größere Anzahl an Torchancen. Deshalb sehe ich den Sieg als verdient an für unsere Mannschaft. Wir hatten eine Druckphase zu überstehen, das war kurz vor unserem 3:1. Da hat Frankfurt versucht, uns festzunageln in der eigenen Hälfte. Es waren allerdings nur wenige glasklare Chancen, die uns in Bedrängnis gebracht hätten. Und so haben wir dann mit dem Konter zum 3:1 das Spiel eigentlich klar gemacht. Und es war verdient für uns, aus meiner Sicht. Wir haben jetzt eine Punktezahl, die nach der bescheidenen Vorrunde gut ist. Wir können das bisher Erreichte übertreffen in dieser Saison, wenn wir das letzte Heimspiel gewinnen. Das wird unser Ziel sein. Und ich habe heute eine fußballerisch gute, auch von den Spielzügen her, von der Qualität von dem Tor, eine gute Mannschaft gesehen von uns. Und damit fahren wir jetzt natürlich frohen Mutes nach Hause. Gut, danke Herr Lehmann. Matt, bitte. Firstly, congratulations to Jürgen and Hoffenheim. It was a deserved win and it was clear that the better team won on the day. It was also clear that our concentration wasn't the best and to concede a goal in the first minute is a terrible way to start the match. Ja, Gratulation an die TSG Hoffenheim. Es war ein verdienter Sieg für Hoffenheim. Das bessere Team hat heute gewonnen. Und ja, die Konzentration natürlich, wenn man in der ersten Minute Gegentor bekommt, war natürlich nicht ganz so glücklich. Und das war ein denkbar schlechter Start ins Spiel. It was especially sad that I think we saved our worst performance of the season for the last match at home. That's very sad for our fans and for the players that lives and had their last home game today. Es ist schade, dass wir die schlechteste Leistung der Saison uns ausgerechnet fürs letzte Heimspiel aufgehoben haben. Es ist schade für die Fans, aber natürlich auch für die Spielerinnen, die heute ihr letztes Heimspiel hatten. On the positive side, we started the second half with a new system and we look much more positive and much more dangerous with our attacks and we're very much in the game, but the third goal for 3-1 I think killed us. Zu den positiven Aspekten gehört heute, dass wir mit einer Systemumstellung aus der Halbzeitpause gekommen sind, die auch ja, gegriffen hat. Wir waren besser im Spiel. Auch noch mehr Chancen oder bessere Chancen dann. Und ja, und nach dem 1:2 war das Spiel natürlich But we put it in perspective. We've had a good week. This time last week we were sitting here with a great victory over Bayern München. We had a good victory midweek in Duisburg. And the ball sometimes can't roll your way all the time. So we have good perspective on the future. Many young players play today. Yushul Solano, first home game for her. Another performance from Janina Heschler, Tanja Pavelek, Karin Bösel. These are the young players that are the future. And they have gained a lot of respect from this, a lot of experience from this week of football. Wenn wir es jetzt im Gesamtzusammenhang sehen, wir hatten eine englische Woche, die sehr gut begonnen hat mit dem grandiosen Sieg letzte Woche gegen Bayern, auch mit dem guten Erfolg mit dem Auswärtssieg in Duisburg. Heute hat es dann nicht gereicht, aber perspektivisch betrachtet haben wir wieder einige junge Spielerinnen herangeführt, die zu Spielpraxis kamen. Viviana Schulze-Solano heute eine ganze Hauptzeit gespielt, neben Janina Hechler, Tanja Pavelek, Karin Bösel wieder im Tor. Und das ist, worauf jetzt unser
Augenmerk liegt, auch was die nächste Saison angeht oder die Zukunft, diese Spieler so weiterzuentwickeln. So we have a good mix of young players, young talents and experienced players that mean we're on a very good way for next season. We stay positive, we look forward now to Sand on Sunday. And lastly, I'd like to thank the fantastic fans and sponsors and supporters for this season. Our home support has been fantastic, and especially away, it's been very special. And we work hard to go again for next season. Wir haben eine sehr gute Mischung zusammen für nächstes Jahr aus jungen Talenten und erfahrenen Spielerinnen. Aber jetzt gilt dann kurzfristig auch erstmal auch noch unsere Konzentration im letzten Saisonspiel nächste Woche im Sand. Ein Dank gilt an die Fans, an die Sponsoren, besonders die Fans, die uns auch diese Saison wieder ganz hervorragend unterstützt haben, ob in Heim- oder in Auswärtsspielen. Und ja. Danke. Danke. Und danke euch auch sehr. So, ist noch irgendwas offen geblieben? Dann bitte ich kurz das Mikro an den Markus Hartmann von der Bild zu reichen. Für das ganze Stadion, Herbert, du hast gerufen bei der Einwechslung, 86, 87 Minuten Peggy, sie ist nicht gekommen, warum? Ja, this is an internal disciplinary matter for the team. And at this moment I make no comment. Also die Frage hat jeder verstanden, glaube ich. Die Antwort war, warum Peggy berufen wurde in der, ich glaube, 86. aber nicht eingewechselt wurde. Das ist eine interne disziplinäre Maßnahme und da gibt es weiter keine Kommentare. Du sagst jetzt intern, die Spielerin hat sich geäußert, hat gesagt, sie lässt sich in der Minute nicht mal einwechseln. Ja, ich habe schon geklärt. Nächste Frage. Ein Wort zu Saskia. Alex Westhoff, der Kanzler. Kannst du noch ein Wort zu Saskia sagen, auf ihre Rolle in dieser Saison, eine Würdigung nach Sparaten? For Sassi? Ja, I can't speak well enough of the contribution that Saskia has made this season for us. Both on the field and off the field, as a role model for our young players, as a true professional, and she leaves a very big hole for us that we can't fill in the next seasons. But we have to now build players that can hope to be what Sassi was for us. Es geht um die Bedeutung von Saskia Matosiak und sagt mir, das ist natürlich eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Zunächst einmal, Sassi war vor allen Dingen ein großes Vorbild, natürlich wegen ihren Leistungen auch für unsere jungen Spielerinnen im letzten Jahr des Umbruchs. Und jetzt liegt es an uns, diese Lücke zu füllen, Spielerinnen heranzuführen, die den Weg weitergehen, den Sassi dieses Jahr noch mit angeführt hat. Kara Bösen hat ihr fünftes Spiel heute im Tor gemacht. Kara Bösen hat heute ihr fünftes Spiel im Tor gemacht. Das ist ja, haben Sie auch gerade gesagt, eine der jungen Spielerinnen. Wie schlägt sie sich und welche Rolle wird sie in Zukunft übernehmen? Ja, Kara has developed quickly this season and over the winter break became our number two. And with the injury to Desi Schumann in the last weeks, she's overtaken the role in goal and done a good job. And in the future, it's important for her now to work over the summer to strengthen in all areas that she can be a true competition for Desi when Desi's 100% fit. So she's on a very good way. These last five games in this season is a great experience for her. She's learned a lot and she's keen to develop further and it's a very, very good situation for us to have two goalkeepers on such a high level.
Ja, also zu Kara Böse, sie ist in der Winterpause Nummer 2 geworden und dann nach der Verletzung von Gisele Schumann hat sie ja die letzten Spiele nun uns im Tor gestanden. Eine sehr gute Entwicklung gemacht, man ist sehr zufrieden mit ihr. Jetzt geht es für sie darum, im Sommer weiter hart zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, um dann auch im nächsten Jahr von Anfang an eine wirkliche Konkurrentin, eine Wettbewerberin zu sein, die auch dann der Gisele Schumann herausfordern kann. Und ja, also gute Entwicklung. Hat sie genommen. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht jetzt nicht so aus. Dann möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, auch gerade hier vorne den Medienvertreter nochmal für eine gute Zusammenarbeit, offene und faire Kooperation im abgelaufenen Jahr, in der abgelaufenen Saison zu danken. Und natürlich auch Ihnen, liebe FFC-Gäste, liebe Sponsoren und Partner, für Ihre Treue zum ersten FFC Frankfurt. Kommen Sie gut über den Sommer und ich hoffe, dass wir uns dann alle gesund wiedersehen. Wie gesagt, das nächste Heimspiel, das nächste Auswärtsspiel möchte ich nicht verschweigen. Es geht jetzt nur um den Ort hier, dass wir uns alle gesund wiedersehen Anfang September zum dann erst von der zweiten Heimspiel der neuen Saison. Okay, das war's. Allen noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.